guck mal den Schick. Guck mal den. So, heute sind wir an der Elbe. Wir haben ein, also wir machen heute einen kleinen Spaziergang an der Elbe. Ja, die Atmosphäre ist schön, die Sonne scheint. Wir haben im Moment, also das sind die letzten Tage, wo es etwas wärmer wird. Danach haben wir kalte Luft wieder. Das wäre, ja, wir genießen das einfach mal, die letzte Sonne, die letzte Sonnenschein. Nancy? Du musst aber schnell machen. Nee, macht auch ein Boot. Nancy? Wir fahren jetzt in den Konzertsaal, zum Konzertsaal hoch. Was? Zum Konzertsaal. Alessandro, Alzheimer hat mich schon gehört. Alessandro, der hat schon. So, wir sind mal da. Pass mal auf, ich hab Angst. Alessandro. Oh mein Gott, der macht mein Herz ein bisschen. Ja, kann nichts passieren. Gott sei Dank hat er einen großen bekommen, oder? Ja. Er sagt, mein Herz ist gebrannt, hallo. Okay, hier hinter uns, da, hinter mir, ist der Hafen. Und wir sind jetzt an der, wie heißt das nochmal? Auf der Elbphilharmonie. Okay, hier oben sind wir auf der Elbphilharmonie. Ja, oben sind wir auf der Elbphilharmonie. Und hinter mir, das ist der Hafen von Hamburg. Da hinter mir sind schöne Boote und schöne Gebäude von Hamburg. Hier kann man einen guten Blick über Hamburg haben. Das ist natürlich sehr schön, das finde ich ganz interessant. Und das nur umsonst, ne? Dass wir auch hier kommen. Es ist natürlich, haben wir Glück mit dem Wetter, ne? Ja, mit dem Wetter nochmal dazu, das ist perfekt. Ich muss nochmal Alessandro gucken. Ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, wie das hier aussieht. Das ist sehr schön. Ich wollte euch hier zeigen. Ja? Ich wollte einfach mal zeigen, wie der König der Löwe. Bleib mal da sitzen, wo du bist. Das Gute ist nämlich, Nancy, du siehst hinten die im Glas, da spiegelt sich das, der Hintergrund, die Elbe. Wenn du Regat kommst, da, c'est le miroir. Amira, geh zu deinem Papi. Ja, es ist so lang, ne? Was ist genau so in der Nähe? Am Hafen, an der Elbphilharmonie.